Mhm. Cloak Potion. Mhm. Cloak Potion, ne? Schauen wir mal an. So. Oh ja, wir sind invisible tatsächlich. I think we've got a winner. Ja, es funktioniert nur. Fuuuuh, es funktioniert halt nur nicht gegen fucking Volatiles. This is going to be very useful. Aber ja, ich glaube auch. Wenn es gegen fucking Volatiles auch funktionieren würde, wäre es noch besser. Aber gut, so viel wissen wir schon mal. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Mal kurz sehen, ob wir hier... Nee. Kann auch nicht im Level aufsteigen, leider, in irgendeinem von den... Skill Trees. So, oh mein Gott. Wir haben hier noch ein paar Quests. Nochmal Dahlia? What? Your transformation is complete. You are now the tool of Dahlia. I have many tasks for you. Many things you will do. Many enemies you will kill. Goodbye, Dahlia. Where are you going? I command you to stay. You cannot resist my will. You are my pawn. You must do as I say. Okay. Sympathische Frau auf jeden Fall. Durchaus. Okay. Alles klar, so. Damit fehlt uns wirklich nur noch, glaube ich, eine Quest vom guten Jafar, der sich aber irgendwie anscheinend weigert. Ich gehe nochmal... weil ich glaube, dass ich das dadurch trigger. Au! Oh, ich habe eine Idee. Also falls es nicht daran liegt, dass wir das irgendwie am selben Tag nicht machen können. Vielleicht müssen wir das Dynamit einsetzen, weil das habe ich noch im Inventory, so wie ich das gesehen habe. Schau gerade mal. Dynamit. Bam. Schauen wir mal, was das Ding, was das Baby hier taugt. Gar nicht schlecht. Lockt hat nur alles im näheren Umkreis an und im weiteren Umkreis. Das ist ein bisschen der Nachteil. So, ihr Lieben, folgendes. Ich habe mal ein bisschen in, auf Google rumgestöbert und so wie es aussieht, fehlen uns noch zwei Quests. Beide Quests werden getriggert von lieben Jafar. Hier ist ein Supply. Und das Problem ist allerdings, dass wir den Kollegen irgendwie nicht triggern können und anscheinend ist es ein bekanntes Problem. Ich weiß nicht, ob wir irgendwie in die Konsole kommen, ich glaube allerdings nicht. Das heißt, das Game ist jetzt mehr oder weniger gebuggt. Das heißt, wir haben, ja, ich habe 43 von 45 Quests oder so beendet. Zwei Quests, wie gesagt, ja, die funktionieren eben durch Jafar, da der Kollege allerdings nicht mehr triggert. Was eventuell daran liegen könnte, dass wir die Main Quest zuerst abgeschlossen haben. Was wir machen könnten, ist, wir könnten in New Game Plus reingehen. Dadurch ist das Game ein bisschen schwerer. Alle Quests sind wieder resettet. Und man muss bis zu dem Punkt, bis zu diesem Punkt eben wieder spielen und dann sicherstellen, dass man Total Security und Big Bang Thesis zuerst macht. Bei einigen war das Problem, dass sie Dahlias Missions irgendwie nicht hatten, aber die konnten wir ja ohne Probleme nachspielen. Nur der Kollege Jafar ist hier anscheinend für uns gebuggt, was ein bisschen bescheuert ist, aber... ja, wir werden sehen, ob wir New Game Plus noch machen oder nicht, aber... in dem Kontext ist das Let's Play zu Dying Light jetzt mittlerweile offiziell... abgeschlossen. Uns fehlen, wie gesagt, zwei Quests, die wir einfach nicht machen können, weil sie gebuggt sind, was absoluter Bullshit ist. Vielleicht finde ich noch einen Weg. Wenn ja, dann gibt es noch ein paar Parts zu Dying Light, aber ansonsten war es das für Let's Play Dying Light. Ich denke mal, ich werde vielleicht in privat noch ein bisschen zocken, dann werden wir in New Game Plus reingehen und dann gibt es vielleicht nochmal ein kleines Follow-up und wir werden die letzten zwei Quests noch irgendwie abschließen. Falls dem nicht so sein sollte, war es das für Dying Light und...
Es kommt als nächstes logischerweise dann Dying Light, The Following. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Wir haben jetzt, glaube ich, über 150 Parts oder so von Dying Light miteinander genossen. Und ich hoffe, euch hat das LP genauso zugesagt wie meiner Wenigkeit. Wie gesagt, fürs Erste war es das. Kann sein, dass noch ein paar Follow-Up-Parts kommen, in denen wir die zwei Missions abschließen. Ansonsten war es das für Dying Light. Wie gesagt, ich hoffe, das LP hat euch gefallen. Also mir hat es auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht. Eines meiner absoluten Lieblingsgames ever. Gar keine Frage, Dying Light. Und ja, dann sehen wir uns bei Dying Light The Following, dem DLC zu Dying Light. Wenn ihr denn wollt, als nächstes wieder, liebe Freunde, bis dahin. Das war ein absolut grauenhaftes Outro, aber naja. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten LP.